Ich könnte unser Lied immer wieder hören, Laconia. Ach, das höre ich gern. Ich wusste, dass es dir genauso gut gefällt. So, nun lass mich mal tragen, du Zwerg. Recht vielen Dank auch, Hefti. Oh, hallo, Woody. Hallo, Laconia. Tag, Schlümpfe. Was für eine nette Überraschung. Du hast recht. Die Kleine hier kennen wir ja noch gar nicht. Ich bin die Sassette. Eine ganz besondere Marke, denn ich wurde aus Papa Gargamels Spezialrezept gemacht. Papa Gargamel? Du sprichst über unseren größten Feind, als ob er ein alter, lieber Großvati wäre. Schließlich hat er mich hergestellt, also kann er nicht so schlecht sein. Jemand, der uns auffressen will, kann kein guter Kerl sein. Aber wenn du ihn gern haben willst, habe ich nichts dagegen. Bitteschön. Deine Musik ist einfach wunderschön, Woody. Vielen Dank, Sassette. Das ist keine gewöhnliche Panflöte. Sie ist mit einem besonderen Zauberspruch bedacht. Jeder, der die Flöte hört, wird sich glücklich fühlen und nett zu allen sein. Oh. Ja, Woodys Musik macht selbst Kerle wie mich butterweich. Jetzt müssen wir aber gehen. Laconia sagt, warum kommt ihr uns nicht irgendwann mal besuchen? Oh, das lässt sich machen, ja. Auf dem Waldweg am dritten Baum rechts und dann bis zur zweiten Blume. Das ist kinderleicht. Also, bis bald. Das sind doch die lieblichen Stimmen meiner Schlümpfe, da bin ich aber überrascht. Da sind sie ja, die kleinen blauen Leckerbissen. Hierher, Freunde, auf euch wartet der Kochtopf. Hallo, Papa Gargamel. Hallo, du appetitliche blaue Delikatesse. Hehehe, einer zum Frühstück, einer zum Mittagessen, einer zum Abendbrot und einer zum Großmaul. Was hat Gargamel in seinem Kochtopf? Oh, gar nichts, Herr herrlicher Großmaul. Ich habe ihn nach dem Abwaschen nur nach draußen gebracht, damit der Poren tief trocknen kann und... Gargamel, Großmaul wollen sofort sehen, was ist im großen Topf. Oh, natürlich, verstanden. Großmaul selbst sehen. Gargamel wollen Großmaul anschmieren. Ich hab doch gesagt, es erlässt nichts wie weg. Oh. Armer Papa Gargamel, er sieht unglücklich aus. Ich sollte ihm doch irgendwie helfen können. Halt! Im Namen von Schlaubi Schlumpf! Schlaubi! Ja, und in meinem offiziellen Auftrag als Detektiv Schlaubi Schlumpf. Ich verlange zu wissen, was du mit Woodys Flöte vorhast. Ich wollte sie nur mal leihen. Ach ja? Wozu? Weil ich eine ganz herrliche und köstliche Idee habe. Ich werde die Flöte spielen, während Papa Gargamel schläft. Damit verwandle ich ihn in einen freundlichen Zauberer und er wird ganz lieb. Gargamel freundlich und lieb? Du musst völlig übergeschnappt sein. Der wird nie unser Freund. Denk doch mal nach, Schlaubi. Der Schlumpf, der unseren Papa Gargamel in einen Freund verwandelt, wird der große Held des Dorfes. Die Schlümpfe werden ihm ein Denkmal errichten, man wird ihn verehren. Vorbeimärsche, Fackelzüge, Ehrenbürgerschaften. Oh, meine Einstellung dazu hat sich schon geändert. Ihr verflixten Schlümpfe. Na los, fang schon an. Das Warten hat sich gelohnt. Jetzt hab ich euch. Ich halte dich fest. Oh, ja, jetzt kommst du in die Falle. Ich werde ein paar Bratkartoffeln dazu tun. Und vielleicht doch lieber Feuerteig wälzen. Oh, Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Du liebe Zeit, was soll ich nur Woody sagen? Weiß ich auch nicht, Sassette. Ich... Woody! Habt ihr vielleicht meine Flöte gesehen? Ich kann sie einfach nirgendwo finden. Tut mir leid, Woody. Sei bitte nicht böse. Du kannst sie nicht finden, weil ich sie weggenommen habe. Du warst das? Sie hat sie nur ausgeliehen für eine gute Sache. Wir wollten nämlich Gargamel in einen lieben Freund verwandeln. Wer hat sie jetzt? Naja, wie ich schon ausführte, Gargamel hat sie bei sich. Wo habe ich nur diese kleine Flöte her? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Wollen doch mal sehen, ob sie sich auch spielen lässt.
Moment, da ist ja eine Schrift eingeritzt. Wer auf der Flöte tirilliert, das Herz vor Liebe heiß vibriert. Ja, oh Asrael, da habe ich ja gerade noch mal Glück gehabt. Hätte ich auch nur ein Bläserchen auf dieser Flöte getan, wäre ich vor Liebe zerronnen. Kannst du dir das vorstellen? Ich und Liebe? Liebe, Igitt. Ich vergrabe sie lieber 6 Meter tief unter Schlamm und Erde. Nein, halt. Da überfällt mich ein viel besserer Gedanke. Ich werde den Zaubermann dieser Panflöte verändern, damit von jetzt an jeder, der sie spielt, nur noch Böses tun möchte. Von Januar bis Dezember, Tag aus, Tag ein. Ah, hier steht es ja schon. Alles, was böse ist, stehe mir bei, dass der Zauber der Flöte nun böse sei. Alles, was böse ist, fahre hier rein. Vom Teufel besessen soll der Musikfreund sein. Gib mir sofort meine Flöte zurück. Was ich gefunden habe, darf ich auch behalten. Ha, was will ich denn eigentlich noch mit der blöden, quietschenden Flöte? Meinetwegen kannst du sie behalten, du hässliche Vogelscheuche. Mein Zauber klappt hervorragend. Und wenn er denkt, ich sei eine hässliche Vogelscheuche, dann ist er nicht nur von Bosheit heimgesucht, sondern auch mit Blindheit geschlagen. Es geht dich überhaupt nichts an, wo meine Flöte ist. Ich habe es satt, dir Rede und Antwort zu stehen. Und ich habe es satt, mir fortwährend von dir Vorschriften machen zu lassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Wirkung meine böse Flöte auf die friedlichen Schlümpfe haben wird. Ich will nicht länger Schach spielen. Ich will richtigen Krieg. Du willst Krieg? Ich gebe dir Krieg. Nach dem, was du mir da erzählt hast, Laconia, hat Gargamel offensichtlich einen Zauberspruch gefunden, der die gute Flöte in eine böse Flöte verwandelt. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss sofort zu ihm gehen und etwas dagegen unternehmen. Schlaubi und Laconia, ihr zwei müsst mir helfen. Natürlich, Papa Schlumpf. Und was kann ich dabei tun? Darf ich nicht auch helfen? Tut mir leid, Sassette, aber du bist noch zu jung, um uns auf dieser gefährlichen Reise zu begleiten. Aber ich will doch auch helfen. Keiner braucht meine Hilfe. Hey, er sagte zwar, ich darf sie nicht begleiten, aber er hat nicht gesagt, dass ich nicht folgen darf. La 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 la. Warum helfe ich euch eigentlich bei der schweren Arbeit? Dafür will ich die Ernte ganz alleine haben. Nichts bekommst du, du blaues Ungeziefer, du Gemeines. Gib uns die Beeren. Ach, du bist doch so ungeschickt. Du lässt sie alle fallen, bevor du deinen Mund gefunden hast. Hey, das läuft ja ganz herrlich. Das ist eine verschlopfte Katastrophe. Da ist der alte Halunke. Es geht los. Hoffentlich unterläuft uns jetzt auch kein Fehler. Ich werde sie hart kochen wie Eier. Dann lege ich sie in Kräuteressig, so habe ich noch in 30 Jahren Sohlschlümpfe. Gargamel! Oh, Papa Schlumpf, komm nur herein, ich bereite gerade eine Delikatesse zu. Es läuft etwas schief, ich kann die Musik durch meine Ohrenschützer hören. Ich weiß, Schlaubi, aber es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen eben mit aller Gewalt weghören. Ach, wen interessieren schon ein paar eingelegte Schlümpfe? Ich kann mit meiner Zeit wirklich was Besseres anfangen. Schlaubi, begreifst du denn nicht, dass es die Magie der Musik ist, die dich so reagieren lässt? Zu spät, alter Wichtigtour. Ich werde dich versuchen, weich zu kochen, denn du bist wahrscheinlich zäh wie eine Schuhsohle. Schuhsohle? Na, 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 na. Glaubst du, du kannst mich überlisten? Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen. Ich sollte was unternehmen, aber was denn bloß? Ha! Papi Gargamel! Ich traue meinen Augen kaum, was kommt denn da? Die sieht so jung und zart aus, die schmeckt bestimmt einfach köstlich. Papi Gargamel, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich lieb habe. Ich hab dich einfach lieb. Was? Ich hab dich wirklich lieb. Ich weiß auch nicht, warum ich dich so lieb habe, aber es ist wirklich so. Kein Mensch, keiner hat das jemals zu mir gesagt. Ich ertrag's einfach nicht. Die Liebe überwindet den Hass, ein erschütterndes Schauspiel. So ein Anblick trifft einen doch geradezu ins Herz.
du denn auch ganz gesund? Ja, ja, ich fühle mich ausgezeichnet. Vergib mir, Papa Schlumpf, ich weiß schon lange nicht mehr genau, was ich tue und auch nicht warum. Wir vergeben dir. Wir wissen ja, jeder Mensch ist gut irgendwie. Auf Wiedersehen, Papi Gargamel. Ja, bis bald, meine kleinen Lieblinge. Sag mal, wird Papi Gargamel für immer gut bleiben? Die Wirkung der Musik wird nicht lange anhalten. Gargamel hat nur eine Möglichkeit, für immer gut zu bleiben. Er muss es nur selber wollen. Aber sicher wird er niemals vergessen können, was mit ihm passiert ist. Warum habe ich bloß so viel Zeit mit Laconia vergeudet? Ich kann ganz andere kriegen. Laconia? Laconia! Es tut mir so leid, dass ich dich allein ließ. Ich weiß nicht, was los war. Es ist in Ordnung, du verstehst es? Hurra! Jetzt können wir wieder glücklich zusammen weiterleben, Laconia. Ich liebe dich auch unendlich.